Wie ist der letzte Rückblick auf das Spiel gegen Sion? Man hätte eigentlich in Extremis noch ein 2-2 nehmen können. Was dich aber persönlich sicher auch sehr gefallen hat, ist wieder mal von Anfang an anzufangen. Ja, das ist so. Ich glaube, eine längere Zeit her, dass ich nicht mehr gespielt habe. Es war sogar genau das letzte Auswärtsspiel in Sion, wo ich das letzte Mal über 90 Minuten gespielt habe. Das haben wir sehr gut da. Zu den Mannschaftsleistungen ist es sicher so, dass wir mit dem Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht zufrieden sein können. Die zweite Halbzeit war sicher eine Steigerung und schlussendlich ein sehr wichtiger Punkt für die Morale der Mannschaft. Was bedeutet das für euch im 2015 und das würde jetzt auch schon Frühling noch nie verloren zu haben? Das ist natürlich wichtig auch für die Köpfe, jedem Einzelnen, dass wir wissen, dass wir, auch wenn wir in Rückstand gehen, dass wir das Spiel gleich positiv abschließen können, dass wir auch hungrig sind, dass wir das Spiel gewinnen können. Und das Ziel muss auch jetzt auch sein für das morgige Spiel gegen GC, dass wir 3 Punkte mitnehmen vom letzten. Was macht man anders? Man hat auch im Herbst ansprechende Spiele gezeigt, ist aber nicht auf die nötigen Resultate gekommen. Jetzt hält man mit, ist dem Gegner überlegen und fährt auch die entsprechenden Punkte. Das ist, glaube ich, genau, wenn wir jetzt so einen Lauf haben, wo es besser läuft, dass wir schlussendlich auch gleich nach einem, sage jetzt mal, schlechteren Spiel gleich einen Punkt mitnehmen können. In der Vorrunde ist, wie du gesagt hast, ist nicht immer alles schlecht gewesen, aber schlussendlich haben wir individuelle Fehler gemacht oder einfach die dummen Goal bekommen, die wir müssen abstellen mussten. Das läuft bis jetzt sehr gut so. Es dunkelt einem fast. Das Grasshoppers ist der FC Luzern vom Frühling. Sie haben in diesen 4 Spielen ersten Punkt gemacht. Sehr vieles läuft eigentlich unglücklich. Am Mittwoch die Niederlage nach 120 Minuten gegen den Konkurrenten FC Zürich. Wie schätzt du GC? Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die grosses Potenzial hat, die sicher auch zu wenig Punkte hat, wie eigentlich wir auch. Ich glaube, ein wichtiger Vorteil wird sein, dass wir im Kopf wird er frisch sein. Das weiß ich nicht, wie das genau bei GC aussieht. Und ich glaube, den Vorteil müssen wir umsetzen nachher in einem Sieg. Wie spielt man gegen so eine Mannschaft? Gibt man da Vollgas oder denkt man, ja, nach 60 Minuten brechen die langsam ein? Wir gehen den, schalten den Gang höher. Gibt es da ein Patentrezept? Nein, ich glaube, wir müssen unser Spiel machen. Wir müssen Fußball spielen, wie wir es auch in der zweiten Halbzeit gegen Sio gemacht haben. Von Anfang an konzentriert sein und dann bin ich überzeugt, dass wir gewinnen können. Weil wir jetzt auch letzten Sonntag gegen Sio, wenn wir nicht von Anfang an bereit sind, haben wir gegen jeden Gegner ein Problem. Und das darf uns nicht mehr passieren. Der Trainer hat deine Entwicklung gelobt, eigentlich, vor allem in der Vorbereitung, wo du einen sehr guten Trend kannst vorweisen. Wie gehst du mit dem Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft um? Ja, ich nehme ihn positiv an natürlich. Ich habe, glaube, bis jetzt in der Vorbereitung können gute Spiele zeigen. Ich bin jetzt auch belohnt worden mit mehr Einsatzzeit und das ist sicher positiv für mich. Ich probiere mich unter der Woche positiv zu zeigen im Trainer und ich probiere ihm das Leben schwer zu machen.